Hallo und herzlich willkommen zu einer Neuvorstellung, nämlich zum Spiel Critter Cove. Ja, leider gibt's das Spiel bisher nur auf Englisch, aber ich habe mir sagen lassen, dass es sein könnte, dass es da auch mal eine deutsche Übersetzung geben wird. Das heißt, setzt es euch, wenn euch das Spiel interessiert, natürlich nur fleißig auf die Wunschliste und ich denke mal, dann werden Daten erhoben, dass sehr viele aus Deutschland dann das Spiel haben wollen und dementsprechend könnten wir vielleicht auch Glück haben, ja, dass wir dann auch eine deutsche Übersetzung bekommen. Ich werde jetzt entgegen dem, was ich normalerweise öfter mache, nicht alles so weit übersetzen. Ich werde natürlich so die wichtigsten Eckdaten übersetzen und hoffen, dass ich das meiste verstehe. Manchmal sind es ja einfache Wörter, die dann ja dafür sorgen, dass man nicht so ganz verstanden hat, worum es eigentlich geht. Wir versuchen einfach mal, wie gut wir durchkommen und es ist ja jetzt erstmal, damit ihr sehen könnt, wie ist das Spiel so, was kann man dort alles machen und ja, ob es euch überhaupt gefällt oder nicht. Wir starten mal ein neues Spiel. Ja, und wir können nun unseren Charakter erstellen. Oder auch nicht, weil sich das Spiel gerade aufhängt. Okay, es hat sich jetzt zum zweiten Mal... Ne? Ah, jetzt kann ich mich... Jetzt kann ich ja was aussuchen. Es wird aber irgendwie nicht besser. Moment, wir gehen erstmal zu den Haaren. Oh mein Gott, das Gesicht sieht so schrecklich aus. Ja gut, zweifarbige Haare hat ja auch kein Mensch, ne? Das Problem ist nur... dass der das jetzt auch nicht annimmt. Wenn ich was eingebe... das sieht beides irgendwie komisch aus vom Gesicht her. Ansonsten hat man jetzt leider keine Menschen mehr. Das finde ich, sieht mir viel zu männlich aus. Also die sehen mir irgendwie beide viel zu männlich aus, muss ich dazu sagen. Aber ich kann hier auch nirgendwo einfach auf Männlein, Weiblein switchen. Keine Ahnung warum. Ich suche immer noch die Frau. Na gut, die Ohrringe sieht man jetzt natürlich nicht. Wenn das jetzt die Hautfarbe war, dann hat sich da jetzt auch nicht allzu viel dran geändert. Okay. Bart nehmen wir natürlich nicht als Frau. Keine Ahnung, was das alles für komische Sachen sind. Ah, hier kann man endlich die weibliche Figur aussuchen. Sehr schön. Dann machen wir uns mal, damit das ein bisschen besser aussieht, noch die Fingernägel. Und Fußnägel dürfen wir haben. Okay. Die machen wir natürlich schwarz. So. Hm. Das ist die Höhe, ne? Ja, machen wir dann... machen wir mal ganz groß, würde ich sagen. Keine Ahnung. Das Schmalste ist okay. Oha. Okay. Lassen wir mal das Schmalste. Und ich bin mir noch nicht sicher... ach, das soll ein Schwanz sein oder was? Nee, ich habe natürlich keinen Schwanz und keine Ahnung. Man kann sich hier Flügel einstellen. Ey, das ist ja krass. Haben wir natürlich auch nicht. Ja, die Haare, die gefallen mir irgendwie so überhaupt nicht, weil das halt zweifarbig ist. Das sieht so doof aus. Mhm. Ja gut, hier würde das Zweifarbige passen, aber die Frisur ist nicht so schön. Das sieht alles nicht so, wie ich das haben will, aus. Was nehmen wir denn da? Das ist eigentlich das Einzige, wo man die Haare irgendwie noch schön, noch einigermaßen schön in der Frisur hat.
So, das ist aber nicht das Lieder, was eigentlich. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Hier, nehmen wir das mal. Okay, dann Accept, würde ich sagen. Sieht ein bisschen komisch aus, weil man hat halt nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Aber wir nehmen das jetzt mal so. So, dann natürlich mein Name und ich habe nichts von dem. Ich bin eine einfache Frau. Frau heißt Chi, ja, genau. Okay, are you tired of the same old? Do you want to get away? Also scheint so eine Art Flyer zu sein, damit man nach Critter Cove kommt. Okay, die suchen deine Hilfe. Alles ist quasi inbegriffen, also von den Kosten her. Schauen wir mal, wo wir auskommen. Oha, eine Hai bringt uns dahin. Oh Gott, jetzt sehen wir noch schlimmer aus vom Gesicht her. Ach, ich habe vergessen, die Augen noch mal zu gucken. Ach, ah ja. Ach shit. Ich hoffe, man kann das im Nachhinein nochmal ändern. Ich glaube es aber eher nicht. Übrigens zur Info, ich habe natürlich. Oh mein Gott. Ich muss gestehen, ich hasse diese Sprache wie von. Ach, wie hieß das damals? Dieses. Animal Crossing, genau. Das war eine aufregende Reise. Ja, gut, viele haben wir nicht mitbekommen, aber das Ende war sehr aufregend, so. Okay, wir können froh sein, dass wir in einen hier angekommen sind. Oh, ich muss mal gucken, ob ich die Stimmen eventuell ausmachen kann. Guessing the sea be having to wait another day. Ja. Okay. Genau, was ist da draußen passiert? Nein, ich kann mich an keinen Roboterkraken erinnern. An welchen soll ich mich denn erinnern? Es sind aber auch einige Rechtschreibfehler drin, oder? Also das heißt wahrscheinlich, we have more for you to do. Also wir müssen einen Renard suchen. Hilfe. Press J für Journal, M für die Map und wenn man stuckt, 0. Okay. Also, talk to Renard. Ja, weiß ich. Leider steht hier kein Bild von ihm drin, wie er aussieht. Das ist die Karte, wo leider auch kein Ziel drin ist, so wie es aussieht. Oder Moment, Renars. Ah, das ist hier. Okay, man kann es leider nicht markieren. Okay, aber wir müssen im Endeffekt hochgehen, ja, und dann immer relativ gerade uns halten. Schauen wir mal. Oh Gott, wer bist du denn? Ja, hi. Ach, du bist Renard. Okay. Mastermind. Ah, er hat auch den ansässigen Geschenkeladen hier. Okay. Okay, also ich bin hier, um alles zu reparieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und ich kriege ein bisschen Geld dafür. Das will ich doch hoffen.
Okay. Er hat mir jetzt was gegeben für also Hausdeed. Okay, da werden noch weitere Leute nach hier kommen, die ebenfalls nach Häusern Ausschau halten. Einer soll am Strand wohnen, einer im Westen und einer auf der anderen Seite im Osten. Die Insel ist aber nicht so groß. Sollte die auf jeden Fall finden. Ja, das heißt, ich muss mich jetzt in den Norden begeben, oder wieso? Nicht so viel, nicht so viel, nicht so schnell. Hilfe. Sammy Camp. Sammy Camp. Meet Sammy. Das ist also einer der Leute, die ich treffen soll. Hier von wegen Osten und Westen. Was ist denn das hier mit dem? Was, was, was? Requires? Das sind aber nicht die, die ich mir aussuchen soll, sondern nur die, die ich reparieren soll, oder? Okay, ich gehe erstmal zu Sammy. Hier rechts war auch wieder was. Ich muss ziemlich viele reparieren, kann das sein? So, wir sind hier drin. Die Frage ist jetzt nur, Sammy, Sammy, Sammy. Sammy kann ich nicht. Ach so, der muss aber irgendwo hier rumlaufen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Kann ich auf jeden Fall nicht auf der Karte sehen. Was? 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 Was war das? Benötigt eine Axt. Okay, wir haben noch gar kein Werkzeug. Das wäre aber ein schönes Häuschen hier. Das wäre eins, das wird mir gut gefallen hier. Es ist auch gut abseits. Stört mich keiner. Gut, wenn jetzt ein Massenmörder mal anklopft und mal alle umbringen will, wird das vielleicht auch keiner mitkriegen. Aber ansonsten finde ich das schon gar nicht so schlecht. Halt, was, 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 was? Also, Requires, ja, okay. Aber wo ist denn der Kerl hier? Sammy! Da oben ist doch irgendwas, was ich mir auch noch einsammeln kann später, oder? Kann ich hier? Oh ja, da kann ich drauf. Oh, wie geil. Oh, cool. Jetzt bin ich überfordert. Moment. Jetzt bin ich aber wieder außerhalb von dem Bereich. Ich hoffe, ich nehme jetzt keinen Fallschaden. Place deed on Abdent House to claim. Ach so, oder soll ich auf 1? Ah, Moment, Moment, Moment. Oder soll ich auf 1 mein Kleberchen drauf machen? Entweder im Norden, im. Ja, wo würde ich das denn machen? Ich bin mir nicht sicher. Hier kommt keiner so schnell hin. Also hier, das finde ich eigentlich ganz schön. Moment, kann ich da irgendwo mein Otto draufkleben hier? Wobei, das ist ein Leuchtturm, ne? Ich weiß nicht. Keiner arbeitet hier. Ja. Darum geht's ja jetzt auch nicht, ne? Oh, oh. Ist doch schon ein bisschen kaputt. Ist wahrscheinlich alles nur. Also hier kann ich wohl keinen Kleber drauf machen. Schade, schade, weil das hätte ich jetzt schon gerne gehabt, ne? Ich gucke mir mal die andere Seite an. Vielleicht finde ich da diesen anderen. Bin mir nicht sicher, wie der jetzt hieß. Alter, hier ist ja wirklich alles kaputt. Schlimm. Das ist ja eine Lebensaufgabe hier. So runtergekommen, wie die Insel ist. Heieiei. Pick up. Moment, irgendwas kann ich aufheben. Ah, sehr schön. Das kann ich mitnehmen. Kann ich denn was bauen? Moment. Kann ich mich hier eigentlich. Select Item. Nee, da kann ich mich aber auch nicht umziehen, ne? Kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr, gehe ich von aus, aber. Also, ich habe ein Zelt und ein Lagerfeuer dabei. Das heißt, ich soll mein Zelt eigentlich aufbauen, oder wie? Ich dachte, ich kann jetzt hier direkt ein Haus claimen. Ich räume hier erstmal so ein bisschen auf.
Da hinten steht doch einer. Muss ich den vielleicht suchen? Hier sitzt schon einer. Okay, ich versuche hier den Strand mal ein bisschen zu säubern, ne? Was ist denn da unten im Wasser? Na? Ja? Frage ist, sterbe ich jetzt im Wasser? Oh ja. Also ich darf nur eine gewisse Zeit untertauchen, okay. Ja, Hallöchen, wer bist du denn? Aber du bist jetzt nicht. Du siehst so ein bisschen aus wie der hier von Siberia. Und der scheint auch irgendwie genauso kaputt zu sein, habe ich so das Gefühl. Okay, meet a new friend, ja. Da brauchen wir eine Werkbank, glaube ich, für, ne? Wrench, war das Werkbank? Wir nehmen mal einfach alles mit, was uns jetzt hier so in die Quere kommt. Okay, unser Inventar ist aber auch ein bisschen größer. Das ist nicht so schlimm. Ja, und hier irgendwo wäre dann der zweite Bereich. Also eigentlich das Ganze hier. Wäre das dann hier das Haus oder ist das schon außerhalb vom Bereich? Ne, das ist schon wieder außerhalb. Achso, das war das mit der Schaufel. Ja, ja, sorry. Boah. Kann ich mir jetzt hier irgendwo den Kleber drauf machen? Ich meine, hier sieht es ja... Eieiei. Das erinnert mich so ein bisschen an... Obwohl, hier ist das blühende Leben, oder? Alter, wer hat denn hier das alles so schön renoviert und der ganze Rest ist so... No working here. Ach, das ist... Okay, ich dachte jetzt... Ich hatte eigentlich gehofft, das ist ein Privathaus, aber okay. Das hier. Kann man das nehmen? Auch nicht. Ach Mann, ich will aber ein schönes Haus haben. Na, da geht's nicht rein, ne? Ich muss erstmal gucken. Das ist ja schon ziemlich krass hier. Ich will halt nicht so... Pin to door. Nee, das will ich ja nicht. Hier was Schönes haben, nicht sowas hier. Kann ich auch noch umziehen? Das weiß ich ja nicht. Mein Gut, hier ist zumindest ein Besen vor der Tür. Und hier sind Sonnenblumen. Ja, gut, komm. Ja, will ich eigentlich nicht, aber ja, machen wir. Okay. Steht da irgendwas? Nee. Okay. Donate. Fixing my house. Ach so, okay. So, zack. Und zack. Allerdings brauche ich noch einen. Brauche ich noch einen. Hallo. Die habe ich gesucht. So, jetzt ist das Problem, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Obwohl die... Ah, Moment, was ist das? Sehr schön. Beeren. Lecker, lecker. Hätte ich das auch nehmen können hier unten? Ah. Das wäre cool gewesen. Oder? Vielleicht auch nicht. Das ist komplett offen. Ist vielleicht doch nicht so cool gewesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Moment. Ich war in der Nähe der Sonnenblumen. Das weiß ich noch. Ich glaube da. Oder? Irgendwo? Hilfe? Ich finde mein Haus nicht mehr. Hier. Oh Gott. Okay, was braucht man? Das braucht man noch. Zack. Na? Stehe ich natürlich mitten im Weg hier. Oh, mein Besen hat sogar eine schöne Überdachung bekommen. Das finde ich nett. Was ist denn mit dir? Da brauche ich schon wieder eine Axt für. Okay. Alles gut. So, alles sehr dürftig hier. Aber ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ich würde sagen, okay, rechtsklick, dann kann man das direkt drüber machen. Was ist das denn? Journal und Map Instructions.
Brauchen wir die? Keine Ahnung. Glas. Metall. Das machen wir mal alles rein. Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ach, die sind das. Okay. Die können wir eigentlich vernichten. Aber die machen wir auch mal hier rein. So. Da ist ja nichts drin, nehme ich mal an, ne? Nee, okay. Wir haben 2:30 nachmittags. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt schlafen. Aber ich kann noch mal zur Ratte gehen. Also zum Renard. Wenn ich denn jemals rausfinden sollte, wo der war. Oh Gott, ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bis ich hier Orientierung bekomme. Was ist das denn? Ja, natürlich braucht das wieder irgendwas. Oh Gott, ich bin wieder komplett falsch, oder? Der war hier, ne? Renars. Stück zurück und dann runter. Da muss ich quasi immer da so geradeaus laufen. Da ist er! Hi, dich habe ich gesucht! Okay, ja, ja, die sind alle irgendwie ziemlich heruntergekommen, ne? Housewarming-Gift. Okay. Payment of Future. Okay. Ein Mini-Stuhl. Ja, wieso nicht? Oder war das jetzt nur sinnbildlich? Was soll ich damit tun? Genau. Auf meinen Tisch stellen? Okay, ich kann es dekorieren, wie auch immer ich das möchte. Okay, die sind irgendwie miteinander verbunden. Ah, okay. Also wenn man ein Item in einen Container reinmacht, ist man auf irgendeine wundersame Art und Weise fähig, das von woanders, von einem anderen Container wieder rauszuholen. Die wissen nicht, ob das Wissenschaft ist oder Magie. Aber es ist sehr nützlich, ja. Aber die meinen doch jetzt das draußen, oder? Die meinen doch jetzt nicht meine Truhe, oder? Okay, wir haben noch irgendeine Übersicht bekommen über Dekorationen. Ja, ja, ich bin eine kreative Person, das auf jeden Fall. Inventar habe ich schon gefunden. Select item you want to place. 3 zum Aufheben. Okay. Jetzt werde ich nie wieder zurückfinden. Ich weiß noch. Achso, Moment, das hier ist mein Haus, oder? Oder? War das hier? Also kam ich hier durch, besser gesagt. Müsste denn da sein, ne? Ich hab's gefunden! Ja! Moment, die Truhe ist weg draußen. Okay, da meinte er wohl doch nicht die Truhe. Also. Hold and drag out. Drop item, select item. Ja, ich würde es gerne im Haus machen. Das sind die Anleitungen, die wir, glaube ich, gerade gelesen haben, ne? Genau. E to pick up. Nee, placed. Ach so. To enter decorate. Moment. Item placed mode. Eigentlich muss ich hier drauf drücken. Oder muss ich das. Nö. Auch. Huch! Okay, ich habe gerade einen Rechtsklick gemacht. Keine Ahnung, warum das eben nicht funktioniert hat, weil davor hatte ich ja auch schon mehrfach einen Rechtsklick gemacht. Stellen wir mal hier hin. So. Candle? Ich will kein Candle. Achso, hier. Wieder mit Renard sprechen. Wird mir natürlich wieder nicht angezeigt. Aber der ist irgendwo. Zumindest ist sein Geschäft. Irgendwo hier. Ah, da steht er auch. Hi.
Das ist schön, dass wir bei ihm gestoppt haben, okay? Wir haben immer viel zu tun. Ja, das kenne ich irgendwoher. Also, wir müssen endlich mal damit anfangen, hier ein bisschen die Stadt auf Vordermann zu bringen. Aber sie müssen den vermissten Handybot Copper-Button finden. Ah, das ist wahrscheinlich der, den wir schon gesehen haben. Er hat ihm immer gesagt, er soll das Wasser meiden, aber er findet es wohl so toll. Okay, also da hat wohl ein Tracker drin. Okay, ich habe jetzt anscheinend Berechtigung bekommen, den auch zu finden. Ja, auf meiner Map, genau. Ah, wir brauchen Öl, um den wieder auf Vordermann zu bringen. Okay. Ich soll ihm eine Hand geben, wenn ich ihm... Hä? Ich soll ihm eine Hand geben, wenn ich ihn befreit habe. Okay. Ja, ja, gefunden haben wir den ja schon mal. Das heißt, in die Richtung, wo er jetzt hingelaufen ist, da müssen wir auch hin. So. Wieso waren da vorne die Bäume gerade mit der Platte festgemacht? Okay, ich weiß ja nicht, was wir hier alles noch bauen müssen. Hallo, da bin ich wieder. So, ich will nicht reden, ich will... Das eigentlich... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Das eigentlich benutzen. Das Problem ist nur... Ah ja, okay, das kann ich so benutzen. Okay, glücklicher Modus aktiviert. Ja, wenn es weiter nichts ist. Okay, er hat sich gerade schon mal vorgestellt mit der Nummer. Mein Meat Brain, mein Fleischgehirn. Ah ja. Okay. Ja, was meinst du damit genau? Nee, ich bin Gameplayerin. Der will mir wie heißt Blueprint nochmal auf Deutsch? Einen Entwurf. Der will mir einen Entwurf geben für eine, was auch immer, Hand. Ja. Das Problem wird eher... Ah! Ach so, ich kann damit eine Werkbank machen. Ah, sehr gut. Okay. K fürs Crafting-Menü. Die Frage ist, können wir das... Oh. Okay. Ja, schmeiß einfach weg. Ja, kein Thema. Ich bin hier alles am Versuchen einzusammeln, damit hier so mal so ein bisschen wieder vernünftiges Leben und alles reinkommt und das nicht hier so komplett versaut ist, also dreckig ist und alles. Und die schmeißt die Sachen einfach weg. Ja, kein Thema. Okay. Nee, K. Aber es geht nicht um eine Werkbank. Equipped in your hotbar. Okay. Ich brauche noch einen Ast, damit ich das Ding bauen kann, so wie es aussieht. Oh, hi. Ich kenne dich doch schon. Okay. Ja, kein Thema. Also er fragt im Endeffekt,
danach, ob ich ihm nicht Teile besorgen kann. Ja. ob ich ihm nicht Teile besorgen kann und wahrscheinlich auch bauen, damit er ein neues Schiff bekommt, was eben nicht nochmal sinkt. Ja, meine Schuhe sollten trocken bleiben, das ist richtig. Okay, also es ist wohl auch was im Meer gelandet, was ich wohl hochholen muss. Es ist dunkel da draußen. Meint er jetzt das Wasser damit? Na gut, ja, ich werde deine Sachen finden und dann werde ich sie dir zurückbringen. Hoffe ich zumindest. Hier. Holz haben wir. So, dann werden wir das einmal herstellen. Hoppala. Einen behelfsmäßigen, ja, Schraubenschlüssel. Wie nennt man das? Alter, das ist ja nicht so viel hier. Oh Gott, Talk to, wo ist der denn? Rechts von mir. Da unten, okay. Okay, das können wir auch schon mal einsammeln hier. Hi. Ja, wir sollen ihnen quasi helfen, aufzuräumen. Boah. Ah, wir haben eine Axt erhalten. Sehr schön. Okay. Was ich gut finde, dass sie die Sachen immer automatisch lernt. Oh, das sieht aber auch aus, ne? Wie so eine behelfsmäßig zusammengebastelte Axt. Gut, das wird sie wahrscheinlich auch sein. Metall. Jetzt habe ich natürlich Metall. Was? Blueprint? Mit B? Ich habe jetzt kein Metall, ne? Ich hatte aber zwei Metall, meine ich. Okay, Mechanik. Vielleicht finden wir hier noch was bei. Müssen wir mal eben gucken. Ah ja, zwei Metall sind dabei. Sehr schön. So, machen wir das auch noch kaputt. Dann stellen wir einmal die Axt her. Die sieht so mini klein aus. Oje, okay. Ah, wenigstens dauert das nicht so lange. Man muss nur einmal draufhauen. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Ich mag das nicht, wenn man da immer ellenlange draufhauen muss. So. Also ich soll halt die ganzen Barrikaden sozusagen hier, die hier drumherum stehen, soll ich mit der Axt kaputt machen. Da sind doch keine mehr jetzt, oder? Ah ne, jetzt kann ich auch mit ihm sprechen. Okay, also jetzt sagt ihr, wir sollen uns um die fehlenden Ressourcen kümmern.
Okay, die sind teilweise im Wasser geordnet worden. Naja, das habe ich schon festgestellt, dass ich halt irgendwann keine Luft mehr bekomme. Ja, wo kann ich die finden? Das ist eine gute Frage. Im Wasser weiß ich zwar schon. Also, Holz und Stein brauchen wir zusätzlich auch. Okay, also wir müssen dafür quasi das Wissen Ressourcenfinder erhalten. Und ich bin mir nicht sicher. Das heißt aber nicht, dass das ein Report-Back... Oh, da kommt so viel rein hier. Moment, Moment, Moment. Oh Gott, habe ich jetzt so viel angenommen? Der Ressourcenfinder. I need to look for the blueprints located in an old sunken workshop. Boah, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass der mir dafür was gibt. Aber er hat mir nichts gegeben. Ist jetzt die Frage. Ist es das hier? Resource Finder, ja. Das heißt, es liegt quasi genau auf der anderen Seite der Insel. Okay, ich würde sagen, das machen wir noch in der Folge. Ich will die Folge jetzt nicht zu lange halten. Ja, natürlich komme ich hier nicht. Kann ich eigentlich springen? Oh ja, ich kann springen, aber nicht so besonders. Das sieht aus wie so ein Affe. Nicht so besonders hoch. Das wäre was für mich gewesen hier. Warum bin ich nicht hier hingegangen? Mit Sonnenblumen davor. Oh, und ich, Idiot, habe das andere genommen. Naja. War das jetzt hier? Ja. Kann ich mir nicht ein Surfbrett irgendwie... Oh! Entschuldigung. Aber dann können wir jetzt auch den Rest nehmen. Aber ich glaube dann, das lerne ich auch, wenn ich was abbaue, oder? Wenn ich das richtig verstehe. So, schauen wir mal. Genau da irgendwo geradeaus soll das sein. Oh ja. Alter Schwede. Okay. Nicht sicher, ob das geht oder nicht geht. Boah. Okay. So, Moment. Hier ist noch was. Bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nur nicht sicher, was wir jetzt genau brauchen. Kriegen wir das noch hin? Ah, da müssen wir gleich gucken. Eieiei. Und Ausdauer geht mir auch flöten. Oh Gott, das ist ja ätzend. Ich
hoffe, man bekommt später irgendwas, was man dann, womit man dann länger tauchen kann. Komme ich hier nicht rein? Okay. Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Ah! Alter! Boah! Okay. Ja, es war knapp. Nächstes Mal sollte ich vielleicht nicht mehr so... so lange warten, sagen wir es mal so. Hallo? Ach! Jetzt sag mir nicht, ich kann ohne... Oh, was ist das denn? Ah, da unten liegt was. Das kann ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht. Habe ich denn irgendwas? Nee, zu essen habe ich jetzt auch nichts dabei, ne? Ach, Leute. Ist nicht euer Ernst jetzt. Wir trotzdem mal eben, aber ich denke mal, dass wir das dann abbauen müssen. Ne, das können wir mitnehmen. Ja, ja. Hallo, so ist nach oben. Wieso reagiert die nicht? Oh oh. Das war jetzt aber mehr als knapp. Das lag jetzt aber nicht an mir. Puh. Prepare the workshop. Ich habe aber nicht alle Teile. Das ist halt... Muss ich denn was essen? Moment, da hinten ist noch was davon. Hä? So. Okay, das machen wir natürlich auch gerne. Was ist das denn hier? Eine Badewanne, die ja einfach mitten am Strand steht? Ja, nehmen wir mal mit. Wieso auch nicht? Okay. Wir haben jetzt nicht gerade ernsthaft... Hä, von dieser Zeichnung haben wir jetzt was gelernt? Okay. Noch geiler, dass die offenbar... Fleisch an Pflanzen wachsen haben. Auch nicht schlecht. So, damit haben wir ein bisschen Energie wieder zurück. Moment, dann werden wir das nochmal essen. Alter, das hört sich an. Wobei ich am schlimmsten eigentlich die Hände finde, weil die sehen so ein bisschen... Ja, überproportioniert aus. Ich möchte nichts Negatives sagen. Also das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen oder so. Es ist nur, man merkt es halt, so merkt man es nicht, muss ich dazu sagen. Man merkt es dann nur bei so Kleinigkeiten, wie gerade bei dem Essen zum Beispiel. Oh, ne, so nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, was schaffst du? Einer von fünf, okay. Oh, wie langsam geht die nach oben? Alter Schwede. Okay. Puh. Aktuell noch ohne, dass ich gestorben bin. Das ist doch immerhin schon mal was Gutes. Eieieiei. Gut, Schaufel habe ich noch nicht. Diese blauen Teile kann man nicht ohne Schaufel machen. Aber ich kann das Holz hier ein bisschen einsammeln. Ich kann übrigens nicht schneller... Was war denn das? Mädel? Da ist nichts. Was wollte ich jetzt sagen? Ich kann übrigens nicht schneller laufen, weil ich ja keine Ausdauer mehr habe. So, das können wir noch von...
Hast du das jetzt genommen? Ja. Das sah jetzt gerade so seltsam aus. Ist das eine Muschel? Nee, ein Sanddollar. Ah, okay. Das kennen wir ja auch von Animal Crossing, glaube ich, ne? So. Ich nehme natürlich jetzt alles mit, weil wir haben halt schon gemerkt, man kann sich nie sicher sein, was man braucht. Wobei links die Sachen lasse ich mal liegen, weil ich gehe dann hier hoch. Ach so, ja, weil ich keine Ausdauer habe. Ja, ja, ist okay. So, Moment. Von da aus. Das ist nicht mein Haus. Scheiße, ich bin schon wieder komplett falsch, oder? Ich hätte doch nach links gemusst. Aber hier, das ist das Haus, wo ich eigentlich hin wollte. Also, was ich am besten gefunden hätte. Moment. Ja, es ist doch hier unten. Oder? Nee. Können wir eigentlich nehmen? Nee. Ah doch, da hinten. Ha! Sehr schön. Wieso ist mein Leben so runtergegangen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Leute. Okay, Metallteile und so weiter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was wir jetzt da für den Typen brauchen. Ich würde jetzt mal behaupten, die Badewanne brauchen wir da jetzt nicht. Alte Flasche, denke ich mal, brauchen wir auch nicht. Müll vermutlich auch eher nicht. Das können wir auch hier reintun, würde ich mal sagen. Metallplatte. Glas. Mechanische Teile. Tja. Da weiß ich halt nicht, was ich davon jetzt genau brauche. Und ich bin gerade am Überlegen, wir müssen doch theoretisch. Das sind die Aufgaben. Kämpfe. Okay, das sind die, die wir jetzt gelernt haben. Achso, das ist, weil das eins von fünf war, konnten wir das noch nicht lernen. Okay. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang. Na gut. Achso, das ist jetzt für hier. Da wollten wir nicht hin. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Dann würde ich mal sagen, dass das eigentlich, ja, für die erste Folge auf jeden Fall genügt. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich noch zwei weitere Folgen davon hochladen werde, damit wir noch ein bisschen von der Story so mitbekommen. Ich denke mal, dass wir noch andere Werkzeuge bekommen. Eine Schaufel brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Und ich nehme an, eine Spitzhacke oder ähnliches werden wir wohl auch noch gebrauchen. Und ja, da müssen wir mal schauen, was wir dann alles so hinkriegen werden in den nächsten zwei Folgen noch. Boah, das wurmt mich jetzt wirklich, dass ich total vergessen habe, nochmal wegen den Augen zu gucken. Die sieht so ein bisschen komisch aus irgendwie jetzt gerade. Naja, war jetzt mein Fehler. Ich habe es halt einfach nochmal verpennt am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie gesagt, wer sich jetzt noch nicht sicher ist, ob ihm das Spiel gefällt oder vielleicht doch nicht so gefällt, kann sich gerne nochmal die nächsten zwei Folgen anschauen, wo ich das Ganze nochmal auf Herz und Nieren prüfe. Und ja, so Kleinigkeiten, sage ich mal, wie dieses Sprechen zum Beispiel mit diesem Bip-Bip-Bip, finde ich persönlich nicht so schön. Ich weiß, da geht es vielen anderen genauso, aber das ist natürlich Geschmackssache. Also wenn ihr da jetzt total drauf steht, wie gesagt, dann sei es euch natürlich gegönnt. Das soll jetzt auch nichts Negatives über das Spiel sein. Und ja, ich sag mal, die drei Folgen sollen einfach nur mal ein bisschen was von dem Spiel zeigen und den einen oder anderen, der sich das Spiel vielleicht holen wollen würde, dann auch zu einer Entscheidung bringen, die er dann nicht bereut. Ne? Also wenn ihr euch vorher nicht so sicher seid und das jetzt anguckt und sagt, boah, das ist genau mein Ding, dann ist es natürlich schön, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, also mit dem Spiel. Und wie gesagt, also im Moment gibt es leider noch keine deutsche Übersetzung, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Danke erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!